Herzlich willkommen zum Videotutorial Vernetzbarkeit von Smart TVs. Sie kennen das sicherlich. Sie sind unterwegs, ob privat oder beruflich, und haben immer Ihr Smartphone oder Ihr Tablet dabei. Hiermit werden viele Fotos oder Videos gemacht oder Sie haben Musik darauf gespeichert. Natürlich können Sie auch beruflich Ihre Dokumente dort abspeichern. Doch zu Hause angekommen, nützt Ihnen der kleine Bildschirm recht wenig, wenn Sie Ihre Erlebnisse gemeinsam mit Ihren Freunden oder Ihrer Familie teilen wollen. Dazu ist es ideal, wenn Sie Ihr Tablet oder Ihr Smartphone mit dem Fernsehgerät koppeln. Ich habe das hier vorbereitet, dass Sie Ihre Fotos auf dem großen TV-Bildschirm anschauen können. Wie wir hier sehen, können wir uns die verschiedenen Fotos und die Erlebnisse dann auf dem Fernsehgerät anschauen. Jetzt habe ich Ihnen bereits eine tolle Funktion vorgeführt. Und Sie fragen sich sicherlich, wie funktioniert das Ganze? Das Ganze funktioniert über Quick Connect. Quick Connect ist in unseren Smart-TV-Geräten als auch in zahlreichen unserer Mobilgeräte implementiert. An Ihrem Mobilgerät rufen Sie das Ganze auf, indem Sie vom oberen Bildschirmrand nach unten wischen und dort sehen Sie die Schaltfläche Quick Connect. Quick Connect basiert auf einer drahtlosen Verbindung. Das heißt, über Bluetooth bzw. WLAN wird Ihr TV-Gerät automatisch gefunden. Wenn Sie Ihr TV-Gerät auswählen, werden alle Funktionen, die Ihnen zur Verfügung stehen, aufgelistet. Mit nur einem Klick wird die Funktion dann ausgeführt und die Verbindung zu Ihrem TV-Gerät aufgebaut. Das kann zum Beispiel sein, die Bildschirmübertragung von Ihrem Mobilgerät auf das TV-Gerät oder auch umgekehrt. Lassen Sie mich jetzt ein paar Funktionen, die Ihnen Quick Connect bietet, vorführen. Stellen Sie sich vor, Sie haben Ihre Freunde eingeladen zum Fußballschauen und gleichzeitig zum Grillen. Nun müssen Sie rausgehen und den Grill bereits anheizen. Das heißt, Sie würden etwas vom Fußballspiel verpassen. Nicht mit Quick Connect und der Funktion TV zu Mobilgerät. Klicken Sie einfach auf die Funktion und schon wird das Bild vom TV-Gerät auf Ihr Mobilgerät übertragen. Ein weiteres Beispiel der Vernetzung zwischen Mobilgerät und TV-Gerät ist die Wiedergabe eines YouTube-Videos auf dem TV-Gerät. Das starten Sie ganz einfach, indem Sie auf dem Mobilgerät ein Video anschauen und am oberen Bildschirmrand das TV-Gerät auswählen. Ihr TV-Gerät wird gefunden, Sie verbinden sich mit dem TV-Gerät und das Video, das Sie sich gerade noch auf dem kleinen Bildschirm angeschaut haben, wird genau an dieser Stelle auf dem großen Bildschirm weiter abgespielt. Eine weitere tolle Funktion, die wir dieses Jahr in Quick Connect integriert haben, ist Briefing on TV. Das bedeutet, Ihr TV-Gerät wacht morgens mit Ihnen gemeinsam auf und begrüßt Sie bereits mit den aktuellen Wetterinformationen, mit der aktuellen Uhrzeit sowie Ihren aktuellen Termin. Sie sehen, es gibt sehr viele Wege, Ihr TV-Gerät mit dem Mobilgerät zu vernetzen. Probieren Sie es doch am besten selbst mal aus. Viel Spaß dabei!